ihren Mitarbeitern, mit ihren Kolleginnen und Kollegen, mit ihren Freunden in den Organisationen, in den Vereinen leisten, das ist das, was Waldhofen mit seiner Lebensqualität tatsächlich ausmacht. Als Service für alle, als Anlaufstelle für alle. Ich glaube, jeder braucht irgendwann jemanden, sei es als Betreuer, sei es irgendwo, wo man mithelfen will. Die Leute sind bereit dazu. Und das freut mich, dass wir das in Zukunft verstärken haben. Liebe Organisationen und Vereine, ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu einem Abend, der verbinden soll. Ein Abend, an dem die Stadt Waldhofen an der Ips einfach mal Dankeschön sagen möchte. Der neue Obmann des Freiwilligenzentrums Waldhofen, Magister Wolfgang Mayer, erklärte die Aufgaben des Zentrums und das Ergebnis der Bürgerbefragung. Es war wirklich ein sehr aktives Bürgerbüro, später Freiwilligenzentrum, was österreichweit Anerkennung gefunden hat. Das war ein Vorzeigebeispiel. Es wurden eingeladen vom Vorarlberg bis Wien, ihr Freiwilligenzentrum, ihr Bürgerbüro vorzustellen. Die Umfrage zeigt, dass 3/4 der Bürger in Vereinen freiwillig tätig sind. Die das noch nicht tun, sagten zum Großteil, dass sie noch nie gefragt wurden oder dass sie zu wenig informiert sind. Verbessert werden sollten Sozial- und Gesundheitsbereich sowie die Asylanten- und Migrantenbetreuung. Es sind die Menschen, die diese Stadt was machen. Menschen wie ihr, wie sie, die sich neben ihrem Beruf, neben der Familie noch darüber hinaus engagieren, in Bereichen, egal, angefangen vom Sport, über Soziales, bis hin zu den Einsatzorganisationen. Denn diese Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, die hat eines ganz deutlich gezeigt. Die Menschen halten den Stellenwert des Freiwilligenamtes für ganz enorm hoch. Aber sie sagen auch, naja, ich war auch bereit mitzuarbeiten, aber mich hat nie wer gefragt. Ich bin zu wenig informiert darüber. Und genau das, denke ich, ist diese Aufgabe dieses Freiwilligenzentrums. Eine solche Koordinationsstelle zu sein. Wir kommen viel herum. Es kommen viele Menschen nach Waldhofen und sagen, wie macht ihr das? Wie geht das? Und ich sage immer, ja, wir haben das Glück, dass wir Leute haben, die einfach tatsächlich das Heft in die Hand nehmen, denen irgendwo man anjagen, sondern die sagen, wir tun etwas. Und diese Menschen sind hauptsächlich Sie als Vertreter für alle ihre Freien. Bürgermeister Krammer leitete dann zum gemütlichen Teil des Abends über, denn wo was geleistet wird, da darf auch gefeiert werden. Wenn Sie auch Ihre Ideen und Zeit zur Verfügung stellen wollen, wenden Sie sich an das Freiwilligenzentrum 074 42 53 1 32. Nach fröhlichem Netzwerken unter jazzigen Klängen ging der Abend nach einem letzten Getränk weihnachtlich entspannt zu Ende.